Unsere fünf absoluten Lieblings-Toni-Figuren. Hallo, ich bin Mary, ich bin Reaver Mami und ja, ich habe eine Toni-Box. Starten wir auf Platz 5 mit Disneys Die Eiskönigin Teil 1 und Teil 2. Wir können uns absolut nicht entscheiden, denn beide Geschichten handeln darum, dass die Geschwisterliebe jedes noch so große Hindernis und jedes noch so aufregende Abenteuer überwinden kann. Platz Nummer 4 belegt tatsächlich wieder ein Disney-Toni, und zwar Disneys Cars. In dieser Geschichte geht es um einen Rennwagen, der über Umstände in die kleine Stadt Radiator Springs landet. Und dort lernt er einfach mal, auf was es im Leben wirklich ankommt. Und das ist eben nicht immer nur Reichtum, Ruhm und Anerkennung. Platz Nummer 3, wie soll es anders sein? Benjamin Blümchen als Ritter. Er und Otto wollen einfach mal sich ins Abenteuer als Ritter stürzen und wollen ein Burgfräulein retten, was eigentlich gar nicht gerettet werden möchte. Das führt letztendlich dazu, dass ein riesen Polizeiaufgebot ausgelöst wird. Und ob die zwei da nochmal rauskommen? Platz Nummer 2 und damit unser absoluter Lieblings-Kinderlieder-Toni ist der Gorilla mit der Sonnenbrille. Ich garantiere euch zu 100% Ohrwurm-Garantie. Und Platz Nummer 1. Wie soll es anders sein? Yoshi T-Rex. In dieser Geschichte geht es um Stofftiere, die in einem süßen kleinen Lädchen leben und in der Nacht tatsächlich immer wieder neue Abenteuer erleben. Das waren sie, unsere 5 bzw. 6 absoluten Lieblingstonis aktuell. Das kann sich ja immer bei uns hier ändern. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, welche Lieblingstonis ihr so habt. Und wenn ihr gerne noch mehr solcher Videos sehen möchtet, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare.